Next year, Splash Mac. Boy. Jo, was geht? Ihr seht Megalo, wir sind hier in Berlin mit Splash Mac. Hallo Freunde, ich bin Tua und ihr seht Splash Mac. Mit einem der Newcomer 2010 kann man glaube ich sagen, nämlich Rockstar. It's Fat Cat aka Ronnie Cash, one half of Cold Steel. Shoutout an Splash Mac und an die Leute, die alle hier draußen sind oder wahrscheinlich auch nicht. Schauen wir mal, was hinter der Tür so passiert. Yo, mein Name ist Prinz Pi und ihr seht gerade das Splash Mac mit dem Weihnachtsspezial und den vier Advents Boys. Hier ist Hubert Davis bei Splash Mac. Yo, das ist Moloch Dilemma. Camp und Madness. Und ihr seid beim Splash Mac. Yeah. Hi, ich bin Vasi und ihr schaut Splash Mac. Madness is MED right now. Entourage heißt jetzt ENTBS. Ich bin V. Ritter von Spoken View Records aus Berlin und ihr schaut das Splash Mac. Haha, Hulk Hoden, Splash Mac. It's your boy El Zai, one half of Cold Steel. You're now doing it real crazy with Splash Mac. Das ist Phase von Team Avantgarde. Splash Mac, danke, war ein schönes Jahr 2010. Ja, Splash Mac, Jahresrückblick hier auf einer Couch in Berlin mit illustren Gästen. Ich gebe mal das Mikrofon rum, dass sie sich ganz kurz vorstellen. Ich bin Florian. Ich bin auch ein Rapper. Yo, ich bin Musiker. Und ich bin Künstler. Geil. Ja, ich bin der die unnützen Fragen stellt. Erstmal würde ich ganz gerne damit anfangen, was ihr dieses Jahr alles rausgebracht habt, weil alle haben hier ein Release, größere und kleinere oder irgendwelche Projekte gemacht. Fangen wir doch mal mit Audio an, was du alles dieses Jahr gebracht hast, weil da gab es, glaube ich, du bist sogar der Spitzenreiter der Menschen, die hier released haben, an Releases. Das weiß ich nicht. Ich habe mit Jessin das nochmal zwei Herren gedeckt, bitte Album rausgebracht und das Remix-Album, das gleiche wie immer, bitte. Und das war's, glaube ich, oder? Ja. Spitzenreiter mit zwei Alben? Schäm dich. Ich habe auch zwei Alben. Ich hab Stille rausgebracht. Halt das mal selber, weißt du? Sieht sonst so unterwürfig aus. Ich feiere übrigens eure Namensgebung von euren Alben, die ist großartig. Man sieht jetzt an diesem Zittern hier, was ich gestern so gemacht habe. Ich habe Anfang des Jahres Stille rausgebracht, außerdem haben wir einen Chimperator-Sampler rausgebracht, wo ich auch beteiligt war. Außerdem habe ich mit Vasi Evigila rausgebracht und habe dann noch diverse andere Seitenproduktionen gemacht. Und außerdem... Gab es nicht auch ein Orsons-Album? Ich bin gerade eingeschlafen, vor Langeweile über meine Aussage. Das ist echt der Spitzenreiter. Ich bin ein bisschen krasser als ihr. Okay, was war bei dir? Ich habe eigentlich gar nichts rausgebracht. Die EP, oder? Die EP, aber das war ja nur so ein kleiner Release. Ich war eigentlich die viel Zeit des Jahres in Freiburg und habe da Theater gespielt, darum aber konnte ich nicht so viel rausbringen. Aber ihr habt gerade was rausgebracht. Ja, ich habe mit Tua das Evigila-Album rausgebracht und... Warum heißt es denn Evigila? Warum heißt es denn Evigila? Das gefragt. Es gibt tatsächlich einen Grund dafür. Ja. Wir haben Evigila heißt zum Erwecken oder Aufwachen. Und wir wollten dieser Stadt, der wir diesen Namen gegeben haben, praktisch so was Positives ansetzen. Deswegen Evigila. In welcher Sprache? Latein. Dann mal ganz kurz zum Pi, weil das war so ein Projekt, was nicht so viele Leute mitbekommen haben, war zu meinem Eindruck, nämlich in Freiburg diese Theatergeschichte. Kannst du ganz kurz erzählen, was du da gemacht hast und wie es dazu gekommen ist? Also das war so ein, also in Freiburg gibt es ein riesengroßes Theater, das ist für die Stadt eigentlich viel zu groß. Also die Stadt ist sehr klein, Theater ist sehr groß. Das haben die irgendwann mal gebaut, weil die da Leute hinlocken wollten, also Senioren, damit die da... so quasi ein Kulturzentrum haben, um da ihr Seniorendasein zu verbringen. Weil Freiburg so eine schöne Stadt ist mit so vielen Sonnentagen und so. Und da gibt's halt ein Theaterprojekt, wo zwei Produzenten aus Berlin, also ein richtiger klassischer Komponist und ein moderner Produzent von Richard Wagner, den Ring der Nibelungen sozusagen auseinandergebaut haben und neu zusammengebaut haben zu einem etwas kompakteren Ding. Und die haben halt die Partituren umgeschrieben, also natürlich für großes Orchester teilweise. Und aus der Hälfte etwa haben sie dann so Beats gemacht und haben halt die Noten
nachgespielt mit Synthesizern und so modernen Instrumenten. Und da gab es halt dann daraus so eine Inszenierung, da waren dann halt ganz viele Tänzer beteiligt, so 40 Tänzer, Tänzerinnen. Und die männlichen Rollen waren meistens Rapper, also der Chefkoch hat mitgemacht, der hat den Hagen von Tronje gespielt. Dann hat ein Sänger mitgemacht, der Joachim Deutschland, der hat den Alberich gesungen. Und ich habe Siegfried von Xanten sozusagen gespielt. Und die weiblichen Rollen, das waren so Opernsängerinnen. Und das war halt eine sehr ambitionierte Inszenierung, so, aber sowas wie in der Küche würde man sagen Fusion Food, ja, wo man so quasi alle kulinarischen Welten zusammenschmeißt und dann am Ende was kriegt, was vielleicht ganz gut schmeckt. Aber es ist natürlich auch etwas, was gewöhnungsbedürftig ist, weil es halt schon sehr unterschiedliche Welten sind, die da aufeinander prallen. Aber es war sehr erfolgreich und hat sehr viel Spaß gemacht, das Projekt. Das ist eine große Bildungslücke, ich kenne das gar nicht. Ich finde es geil, dass er das gemacht hat. Ich bin aber, glaube ich, nicht so der Übertheater-Typ, so ehrlich gesagt. Okay, aber so Fusion-Sachen? Was ist das? Naja, also im Sinne von, man schmeißt verschiedene Stile und Elemente zusammen und macht daraus Musik? Ja, doch, auf jeden. Weil das ist ja bei dir auch, ich glaube, wenn man sich so deine Sachen angehört hat, auch so deine Vorlieben, die du so äußerst, hat sich da bei dir auch dieses Jahr so ein bisschen was geändert. Zumindest gibt es jetzt Dubstep-Remixer zum Beispiel von dir. Kannst du sagen, wie deine Hörgewohnheiten dieses Jahr zum Beispiel so ausgesehen haben oder was du dieses Jahr so gehört hast? Also ich finde eigentlich nicht, dass sich mein Stil so grundlegend geändert hat, sondern ich finde, ich habe irgendwie eher gerade mit dem Evigela-Ding nochmal versucht, den klarer zu machen, so, weißt du? Und meine Hörgewohnheiten haben sich insofern verändert, dass ich finde, dass viel großartige neue Musik rausgekommen ist, die aber jetzt, ich könnte jetzt nicht sagen so, ich habe jetzt das ganze Jahr über Dubstep gehört oder so, sondern ich habe eigentlich wie immer querbeet. Punkt. Okay, und Audio, was für eine Musik war bei dir dieses Jahr groß? Weil du warst zum Beispiel ein Vorreiter, was amerikanische junge Trendmusiker angeht. Definitiv. Spielst du jetzt auf Earl an? Ja. Ja, Earl habe ich eigentlich das ganze Jahr hart gepumpt. Odd Future. Sollte man sich unbedingt ansehen, oddfuture.com, gibt's alles umsonst, ist wirklich großartig. Ansonsten habe ich mir nichts angehört. Favorite Producer in 2010, still alive. You got anyone? Yeah. I mean, not just one. A list? Yeah, if you have. Definitely Black Milk, Astronaut, fucking, I like the shit that Kanye's doing. And them guys that produce for Rick Ross, man, them guys is, okay. Them guys got beats. Black, Astronaut, Kanye, guys he was talking about was Justice League. Yeah. Yeah, pretty dope. Madlib. Oh, yeah, my bad, Madlib, I forgot. Right. Definitely. Pretty much. Okay, so Elsa, I think in the last years you've been very productive. I think it was 2008 or 9, you had two releases like Europass and your album. Yeah. So in 2010 there was nothing. Okay, the Slum Village album. Right. So why was it? Is it just you not being creative or releasing or just recording, or why was it? I'm just trying to make sure I got ammunition in my gun, you know what I'm saying? You know, I got a lot of stuff in store. You know, me and Fat Cat, you know, we doing Cold Steel. Like I say, I got the L-Matic that's gonna be dropping in December or sometime like that. And then I got that other project I can't speak on just yet, because it'd be too premature. But and then I'm gonna go into the studio, you know, and I'm talking to cats like Madlib, I'm talking to cats like Denon Porter, kicking it with the Alchemist. Man, the list goes on. Pete Rock, like, I mean, I'm kicking it with a lot of cats, man. So this next album is gonna be crazy. But no, I just got stuff waiting in the wings, you know what I'm saying? So, you know, be on the lookout for me early next year. When will there be a Cold Steel album? Another Cold Steel album. Yeah, be on the lookout for that too. Early next year, man. We out here doing these shows. Last night was crazy. The night before was crazy. That's why I'm drinking this tea, trying to get my voice back. You know what I'm saying? I wish you could have been there, man. It was crazy. But yeah, be on the lookout for us, man. Like early next year, man. Cold Steel, me and Fat Cat, Elzon Fat Cat. Like I said, I can't really speak on too much, man, but I mean, just be on the look
be on the lookout for some collaborations with me and Madlib. I just say that.